Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play DTM Race Driver 3 auf Rang 15. Jetzt wird's spannend. Jetzt können wir nämlich wählen zwischen Renault A110 International Rally. Das ist nur eine Stage wieder. Ja. British GT GT Cup. Das klingt ja schon mal interessant. Dürfen wir wieder eine von den Fahrzeugen erfahren. In Oldham Park, Silverstone und Brands Hatch. Und die Formel BMW ADAC, die wir ja schon mal gefahren sind. Eastern Creek, Barbagallo und Sanford. Ich glaube, ich nehme British GT. Was haben wir für ein Auto? Oh, ich glaube, das ist ein guter. Einer der besseren, sagen wir es so. So. Los geht's, Oldham Park. Anspruchsvoller Rundkurs. Anspruchsvoller Rundkurs ist ja immer schon... Oh, deswegen ist eine gute Platzierung in der Qualifikation von großer Bedeutung. Ja, das ist jetzt doof, weil ich ja keinen fahre. Genau, ganz einfach, okay. Also erste Kurve sagt, sie ist ziemlich spannend. Da springt man ja. Ja, zum Thema schlecht überholen. Wir haben schon mal eine Position gut gemacht, da springt man schon wieder. Eieiei. Sie, nicht so weit raustragen lassen. Ah! Da ist der KI-Fahrer gerade ins Kiesbett gefahren. Opfer. So kann man natürlich auch Position gut machen. Schikane. Also was an dem Kurs auffällt, dass ziemlich viele Bodenwellen sind. Merkt man jetzt auch hier, wie sich das Auto durchschüttelt. Und hier hauen sie jede Menge Schikanen rein. Ich denke, das macht den Kurs besser, oder was? Und ein schöner Sprung. Naja. Googeln wir mal. Boah, nicht so weit raustragen lassen. Ja, jetzt verliere ich hier auf den ersten. Muss die Zeit gut machen, dass ich es da auch schaffe, irgendwie dranbleiben zu können. Übrigens, es ist jetzt heute Mittwoch. Genau, das heißt, jetzt am Freitag. Ja. Jetzt am Freitag und am Montag kommen keine Videos, weil ich da nicht da bin. Aber dann ab Mittwoch halt wieder. Ganz normal. Nein! Jetzt wieder durchgereicht als Fünfter von Fünf. Dankeschön. Jetzt geht es nach der Runde wieder von vorne los. Verdammt. Erst das Auto leicht gekommen in der Kurve. Habe ich gegengelenkt, dann kam eine Bodenwelle. Die habe ich da glaube ich wieder zurückgestellt irgendwie, aber. Ach, das. Diese Bodenwellen heben einen aus. Und was noch mich irritiert. Bei den Wegen muss man so früh schalten. Das irritiert mich auch noch. Kannst du gar nicht schön hochdrehen lassen. Hier war richtig aggressiv, aber da berühren wir ihn, aber sind glaube ich vorbei. Nee, er ist noch innen, er ist noch innen, er ist noch da. Die Sache ist noch nicht gegessen. Jetzt haben wir ihn. Das Blower, haben wir uns berührt, das heißt mein Vortrieb gekostet, es wird nichts mehr. Musste ich richtig gegenlenken. Da ist das Auto richtig rübergekommen. Ihr merkt doch, ich schalte ziemlich schlecht, weil ich das nicht gewöhnt bin, so früh zu schalten. Okay, jetzt. Jetzt die entscheidende Kurve, nicht, dass ich sie wieder verbock. Ja, sind wir doch Glück gehabt.
Aber ich ziehe das ganze Feld richtig so schön hinter mir her. Das ist schon mal gut. Und der andere, der ist weit voraus. Den kann man gar nicht mitkriegen. Der musste auch ins Kiesbett irgendwo fahren, dass wir den kriegen. Aber zweiter Platz ist ja okay. Das heißt ja, glaube ich, erst dritter oder besser. So, sind wir durch. Durch die Schikane. Da merkt man auch, die Meisterschaften werden anspruchsvoller. Nur auf Platz 2. Es ist ein verdammt gutes Ergebnis, nur halt in den letzten Meisterschaften ging es etwas einfacher. Gut. So, sind wir ja klasse durch. Jetzt können wir uns auch absetzen. Jetzt haben wir gute Chancen. Quersteher drin. Quersteher. Okay, jetzt kommen wir. Jetzt sind wir durch. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir sind durch. Passt. 17 Sekunden. Puh. Okay. Silverstone. Muss ich mich jetzt noch konzentrieren. So. Bereit. Jetzt zeigen wir es dem. Erste Kurve. Das Auto ausbrechen lassen. Jetzt attackieren uns gleich die Corvette hier innen. Wir müssen uns verteidigen. Das ist gleich hier Maggots und Brackets, weil das... Weil das ist noch die alte Strecke. Mittlerweile wurde die ja 2009 umgebaut. Das Spiel ist aber leider von 2006. Das hier ist eigentlich in der neuen Strecke, Sektor 3 jetzt hier. Was wir jetzt hier fahren sozusagen. Dann nämlich einfach die alte Start- und Zielgerade belassen und hat ein bisschen umgebaut. Ein bisschen sehr viel umgebaut, besser gesagt. Die Schikane hier ist, glaube ich, gleich. Die haben sie nur ein bisschen härter gemacht und ja, die haben sie ein bisschen enger gezogen. Und den Ausgang ein bisschen besser. Und dann ist das hier nämlich die neue Start- und Zielgerade. Und dann geht es eigentlich rechts weg und ist ein neuer Teil der Strecke. Aber wir fahren jetzt nach links. Das ist der Meisterschaftsführende vor uns. Den sollten wir überholen. Das wäre extrem gut. Dann kann er sich nicht noch weiter absetzen. Stattdessen werden wir eher attackiert. Aber es ist schwer. Es ist schwer. Ja? Es ist nicht das Einfachste. Okay. Oh, jetzt haben wir einen Schwung hier. Windschatten dran saugen. Erste Kurve. Attacke und vorbei in Le Morgan. Ich glaub's nicht. Was für ein Überholmanöver in der ersten Kurve. Ich glaub es nicht. Jetzt durch Maggots und Beck jetzt keine Scheiße machen. Attackiert uns wie? Das müssen wir blocken. Jetzt kann dieser Blower vorne wegziehen, da müssen wir uns gegen ihn verteidigen. Jetzt kommt hier der Morgan aus dem Windschatten an, versucht eine Attacke, geht sich aber nicht aus. Geht sich nicht aus. So. Ihn sollten wir noch kriegen, das wäre noch geil. Das wäre noch richtig, dass wir uns dann nämlich ein bisschen Sicherheit geben. Gerade für den nächsten Grand Prix dann eben, dass wir ein bisschen Puffer haben. Weil wenn wir jetzt so ins Ziel verwenden, werden wir schon mal mit dem hinter uns Punkte gleich. Ich weiß ja nicht, auf welcher Position der vor uns ist. Das sind ja mal 2 Punkte Unterschied zu bestimmten Positionen. Also, genau. Und da immer 2 Punkte Unterschied sind, ist es egal, wie wer ins Ziel kommt. Zwischen ersten und zweiten ist der gleiche Abstand zwischen zweiten und dritten. Das ist also nicht gut.
jetzt eine Vor- und Nachteile sagen müssen. So, jetzt müssen wir ja schauen, dass wir rankommen. Perfekte Windschatz. Naja, so perfekt nicht. Das war vorher beim Morgen perfekt. Runde, hol uns noch ein paar Punkte. Ja. Jetzt versuche ich mal Maggots und Beckets aggressiver zu fahren. Ich mag da generell nicht, ziehen da alle mit Vollgas durch. Irgendwie, man muss in die Kurvenkombination gut reinkommen. Wenn man das nicht gut erwischt, dann wird's brenzlig. So, jetzt Windschattenmanöver. Oh, da kommen wir ran. Und jetzt die Attacke innen vorbei, da haben wir die Führung. Aber er hat hier zurück. Nee, haben wir geblockt. Sehr gut. Das ist die Führung. Eieiei, nicht durchs Gas holpern. Nicht durchs Gas holpern. Jetzt bricht das Auto aus, jetzt attackiert er uns zurück. Jetzt verlieren wir die Position wieder gegen ihn. Da kommen die Anne aus dem Windschatten ran. Spätbremsen hier, um sich an ihn wieder ranzuarbeiten. Da hatten wir ihn so schön überholt. Die Position wieder verloren. Diese Kurve macht deinen Reifen ganz schön zu schaffen. Das ist jetzt nicht das Entscheidende. Ach du meine Güte. Okay, jetzt hier. Sind wir wieder dran. Oh, jetzt. Das ist die letzte Kurve. Das ist die letzte Kurve. Jetzt können wir noch eine Attacke starten. Eine Attacke noch. Oh! Ich würde sagen, fürs Erste hast du die Meisterschaft in der Tasche. War's das? Das war's. In der letzten Kurve. Um 400. Echt nebeneinander drüber gefahren. Wow. Wow. Krass. Das sieht sehr gut aus. So wollte ich das haben. Das ist interessant. Der Zweite in der Meisterschaft hat die gleiche Fahrzeugnummer wie ich. Die Frage ist, wie geht das? Okay, es sieht gut aus. Also wenn wir nächstes Mal Zweiter oder so werden. Also wir haben auf jeden Fall gute Chancen. Brands Hatch müssen wir noch ein bisschen punkten. Dann passt es schon. Also es ist alles. Es entwickelt sich alles zum Guten. Den überholen wir gleich mal beim Start. Klasse Start hatten wir. Nee, der Blow hat den schlechten Start. Okay, egal. Oh, innen durch, klasse. Wieder eine Position gut gemacht. Da das Anbremsen Kontakt mit der Corvette C5 ist das. Der Typ dahinter uns ist der mit der gleichen Nummer. Ein Morgen ist das. Die Reifentemperatur ist perfekt. So soll es bleiben. Das erinnert mich an diesen Crash auch in der in dieser Klasse. Mit dem Morgen da die Stelle. Ich bin ja die Strecke schon mal in der Klasse gefahren. Das ist auch ein bisschen lustig ist irgendwie, dass man die öfter fährt. Naja. Oh, fast zu weit raustragen lassen und fast jetzt Buff gemacht. Buff, dann ist kaputt. Oh, da war eine gescheite Bodenwelle drin. Die Bodenwelle war nicht gut mitgenommen, da die war gescheit. Mal schauen. Ja, die letzte Kurve. Nein! Oh, wir gehen fast übers Dach. Das war knapp und das war's. Kann man schon grundsätzlich sagen. Jetzt heißt es erstmal ranarbeiten. Ne? Also sind wir rausgerutscht und fast übers Dach gegangen, bitteschön. Ach du meine Güte. Das wäre dann natürlich noch der Höhepunkt gewesen, weil dann wären wir komplett draußen gewesen. Aber so können wir uns wenigstens noch ranarbeiten. Boah, Drift! Da gehen wir jetzt das Risiko ein, dass wir jetzt durchgereicht werden können. In der Meisterschaft. Jetzt
müssen wir irgendwie irgendwo eine Stelle finden, wo man gut gegen die KI punkten kann. Das Problem ist, das gibt es hier, glaube ich, nicht so. Eine Hoffnung wäre jetzt, dass sie zusammenfahren. Ja, 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 und jetzt. Jetzt hat es uns böse zerlegt. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Jetzt, das war's. Das war es komplett. Böser Crash. Böser Crash. Rausgerutscht. Wieder auf die Seite gegangen. Fast übers Dach gegangen. Nur dann wird das Auto, gab es einen Strömungsabriss nach vorne. Und uns hat es schräg nach vorne überschlagen. Was noch böser ist, weil dafür sind nicht immer die Autos ausgelegt. Das kann richtig, richtig doof enden. In dem Spiel natürlich nicht, aber hier wieder raus in den Kies gefahren. Also in dem Kies muss man hier wirklich aufpassen. Wie man eben gerade schon gesehen hat, da kann echt viel krass schief gehen. Ihr seht, wir sind jetzt noch weit zurück. Ich glaube, wir kriegen noch ein paar Punkte oder ein, zwei für Platz 5. Aber nach dem bösen Crash... Okay. Reifen nutzen sich ab, ist ja schon mal eine super Nachricht. Klasse. Gut, die Kurve hier schön mitnehmen, denn es mir abfliegen jetzt. Wobei das eh schon wurscht ist. Noch die Hoffnung, dass einer der KI-Fahrer das versemmelt und da brechen wir schon wieder aus hier im Infield. Runterschalten, hochbeschleunigen. Sehen wir die Kurve. Oh, da kommen wir fast weit raus. Da wären wir fast im Kies wieder gelandet. Ich fahre jetzt hier einfach voll aggressiv. Es ist ja sowieso wurscht. Ob ich jetzt in Kies fahre oder nicht, da komme ich aber auch fast in Kies. Oh, da bricht er aus. Oh, da muss ich stark ausgleichen. Mal sehen, ob wir jetzt die Meisterschaft bestanden haben oder nicht. Das sieht doch mal gut aus. Wer sagt, das hat gereicht? Oh yes, sogar richtig gut, Mann. Das heißt, die anderen, das heißt, es haben eher die schlechteren hinten in der Meisterschaft gepunktet. Sieht gut für uns, haben wir es geschafft. Punkte gleich mit dem anderen, ist ja wurscht, aber trotzdem. Exzellent, sie haben den britischen GT Cup beendet. Super Leistung, vielen Dank. Ja, gerade Bildschirm. So, bock. 1960er GT Monster Trucks und Super Truck International Series auf Rang 16. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.